So, Lukas. 3-1-Sieg, ein toller Sieg, ein harter gekämpfter Sieg gleichzeitig auch. Ja. Wie hast du das Spiel erlebt? Also ich denke, wir sind am Anfang gut reingekommen. Haben dann aber aufs Ende des Satzes Probleme bekommen. Haben die dann auch abgegeben, den Satz. Dann im zweiten, dritten und vierten Satz sind wir, glaube ich, schon ein bisschen klar besser gewesen. Und dann um aufs Ende des vierten Satz sind sie dann zwar noch mal ein bisschen an uns herangekommen, aber wir haben dann am Schluss den Sack zugelegt. Wie kannst du dir auch das ausgeglichene Spiel erklären? Hat er einfach, ist es einfach auf Augenhöhe gewesen oder hat er auch ein bisschen Mühe mit gewissen Sachen? Ist es sich gut angepasst? Also, wir haben ein bisschen Mühe mit Abnahmen gehabt, würde ich sagen. Es war sicher ein Niveau auf gleich hoch gewesen. Basel ist ein sehr guter Gegner. Und das haben wir auch gewusst, aber wir haben auch gewusst, dass unsere Stärken sind. Und serviert haben wir sehr gut. Die einzigen Probleme sind wirklich die Abnahme. Wie ist es jetzt so mit der Nervosität? Ihr wisst, es geht hier um viel. Es gibt eine Chance, um heute überhaupt ins Finale zu kommen. Morgen geht es genau weiter. Ja. Spürt man die Nervosität halt auch? Also ich finde, bei mir kommt Nervosität erst so kurz vor dem Spiel, aber dann wirklich sehr stark. Und dann nach einer Zeit ist das dann auch wieder weg. Aber wirklich vor dem Spiel, kurz vor dem Spiel, ist das sehr stark. Ja. Und jetzt morgen, jetzt geht es um das Goldmedaille, es geht um den Schweizer Meistertitel. Ja. Wie bereitet ihr euch vor auf das Spiel? Was habt ihr noch vor? Ich glaube, wir machen jetzt nichts mehr Besonderes, sondern können nachher noch auf unsere anderen Teams gut Match schauen. Wir können dann auch frühzeitig ins Hotel und machen dort einfach unseren Abend noch. Wir können dann schlafen und gehen dann morgen mit voller Energie auf den Match vorbereiten. Und wie denkst du jetzt so, ihr seid mit 4 Teams vertreten als ja. Club hier. Ja. Das wird morgen hier ein Jona-Fest in Neuenburg. Wie siehst du das? Kommen viel von dir? Ich würde sagen schon, ja. Also, es ist glaube ich, jeder cool, dass wir hier 4 Teams haben. Und ich denke, das wird ein sehr, sehr schönes und grosses Fest. Ja. Super, merci vielmals und morgen viel Erfolg für das grosse Finale. Merci vielmals.